Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video geht es um Elektrizität und die Grundbegriffe. Fürs Wohnmobil, aber auch im Allgemeinen. Nach meinem letzten Video über die Batterie, die ich gebaut habe, habe ich ganz viele Anfragen bekommen, ob ich nicht auch eine Batterie für andere bauen könnte. Daher habe ich mir überlegt, diese kleine Videoserie zu machen und euch wirklich Schritt für Schritt durch den Bau einer solchen Batterie zu führen und euch zu zeigen, wie das geht. Und euch natürlich alles zu erklären, was ihr wissen müsst, um eine solche Batterie bauen zu können. Ihr braucht jetzt keine Angst zu haben, dass wir hier Physikunterricht machen. Ich möchte euch das versuchen, ganz einfach zu erklären. Und zwar anhand einer Wasserleitung. Stellen wir uns also vor, unser Kabel ist kein Kabel, sondern eine Wasserleitung. Die Menge des Wassers, was gleichzeitig hindurchfließt, würde bei der Elektrizität dem Strom bzw. der Stromstärke entsprechen. Das nennt man Ampere. Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch das Rohr fließt, würde bei der Elektrizität der Spannung entsprechen, also den Volt. Fließt das Wasser nun durch die Leitung und zum Beispiel auf ein Wasserrad, so haben wir eine Leistung. Diese Leistung nennt sich Watt. Fließt wenig Wasser auf das Wasserrad, so haben wir eine geringe Leistung. Fließt viel Wasser auf das Wasserrad, so haben wir eine hohe Leistung. Da die Fließgeschwindigkeit der Spannung entspricht und diese vorgegeben ist, beim Wohnmobil 12 Volt oder bei einem LKW auch 24 Volt, was ja schon das Doppelte ist, so sind es zu Hause 230 Volt, bei einem Elektroauto haben wir aber auch gern mal bis zu 800 Volt. Um jetzt zum Beispiel in unserem Wohnmobil einen Föhn zu betreiben, der 2000 Watt Leistung hat, brauchen wir etwa 170 Ampere Strom, die wir aus der Batterie ziehen können. Zu Hause an unserem 230 Volt Netz sind das hingegen nur 8,6 Ampere. Ja, und genau das führt dazu, dass wir zu Hause an unserem Föhn nur so ein dünnes Kabel haben. Ne? Hingegen, wenn wir im Wohnmobil unseren Wechselrichter vertragen, müssen wir dann solche Kabel verarbeiten. Ne? Also die sind dann schon mal deutlich stärker. Und nicht nur die Dicke des Kabels ist entscheidend, sondern auch die Länge des Kabels. Aber keine Angst, dafür gibt es Kabel-Querschnittsrechner im Internet. Ich habe euch unten in der Beschreibung ein paar verlinkt, falls euch das schon interessieren sollte. Und da kann man sich sehr schön ausrechnen, wie dick mein Kabel sein muss, was ich brauche, um eben zum Beispiel einen Wechselrichter anzuschließen oder eben eine dicke Halogenlampe oder ähnliches. Die Leistung Watt, der Strom Ampere und die Spannung Volt stehen in einer direkten Beziehung zueinander. Das heißt, Ampere mal Volt ergibt die Leistung in Watt und Watt durch Volt, demzufolge den Strom in Ampere. Und natürlich ergibt dann Watt durch Ampere die Spannung in Volt. Doch was hat es denn nun mit den Stunden auf sich? Also zum Beispiel bei Wattstunden. Das ist ganz einfach. Haben wir ein Gerät, was eine Leistung von einem Watt hat und dieses Gerät ist eine Stunde eingeschaltet, so benötigt es eine Wattstunde. Habe ich ein Gerät mit 1000 Watt, welches eine Stunde eingeschaltet ist, so benötige ich 1000 Wattstunden oder auch eine Kilowattstunde. Das heißt also, wenn die Frau den Föhn mit 2 Kilowatt Leistung eine Stunde benutzt, hat sie 2 Kilowattstunden verbraucht. Föhnt sie sich 2 Stunden, hat sie 4 Kilowattstunden verbraucht. 1 Ampere eine Stunde lang ist demzufolge eine Amperestunde. Das muss man jedoch immer spezifisch zur Spannung betrachten. Und bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, dass es auch Voltstunden gibt, nein, die gibt es nicht. Es gibt Voltsekunden, das ist aber aus der Magnetik. Ja, aber wie viel Wattstunden sind denn nun Amperestunden? Eine normale AGM-Batterie in einem Wohnmobil hat meist 95 Amperestunden Leistung. Diese Batterie wäre damit theoretisch in der Lage, eine Stunde lang 95 Ampere abzugeben.
Das heißt, 95 Amperestunden mal 12 Volt ergeben etwa 1,14 Kilowattstunden. Leider sind bei einer AGM-Batterie davon nur etwa 60% nutzbar. Aber warum das bei einer AGM-Batterie so ist, dazu mehr im nächsten Video. Ich hoffe, ich konnte mit eurem Video euch erklären, was Amperestunden, was Wattstunden und so weiter sind. Damit habt ihr jetzt schon mal alle Grundbegriffe drauf, die für die Elektrik notwendig sind. Und im nächsten Video werden wir über Batterien und Batterietypen sprechen. Also seid gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Und über ein Abo freuen wir uns natürlich auch immer. Aber das Like auf keinen Fall vergessen. Vielen Dank. Bis demnächst.